30. Detmolder Theatermatinee in der Kundenhalle der Sparkasse. Ein Pflichttermin für alle Theaterfreunde, die nach der Sommerpause des Landestheaters einen Ausblick auf das neue Programm bekommen möchten. Nach den einleitenden Worten von Intendant Kai Metzger wurde schnell klar, dass die Zuschauer in der neuen Spielzeit dank unterschiedlicher Inszenierungen wieder voll auf ihre Kosten kommen werden. Im Rahmen des Musiktheaters steht im September unter anderem die Premiere der Oper Carmen auf dem Programm. Im kommenden Frühjahr debütieren Il Trovatore und Tristan und Isolde. Und auch Werke großer Schreiber wie Brecht und Schiller bestimmen das Programm der neuen Saison. Auszüge gab es bereits bei der Sparkassenmatinee, ein stimmungsvoller Auftakt der kommenden Spielzeit.